ist ein Energiegebräu-Zeug. Wird aus goldenem Sellerie gewonnen, also ist fast schon eine Droge, könnte man sagen. Goldroprim Absturz entfernen. Macht und Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Minuten. Danach aber in derselben Zeit minus 2 Wahrnehmung für die 10 Minuten. Und danach kommt der Goldrot-Prim-Absturz. Da sollten wir vorsichtig sein. Yes. Klingt zwar sehr mächtig, aber hat ziemlich böse Nebenwirkungen, so wie es aussieht. Oh, mal wieder ein Geist, den wir sehen. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gesehen und nicht nur ich. Yes. Ist ja immer so eine Sache mit der Auflösung und der Helligkeit. So, hier haben wir wieder zwei Leute und bei denen könnten wir klauen. Oder mal in die Säcke gucken. Hinter den Säcken wuseln Ratten umher. Ja, sehr schön. Reden wir erstmal mit Edlin Poestum. Oder schaut in seine Seele, besser gesagt. Du siehst, wie sich ein Schlüssel vorsichtig und langsam dreht und hörst ein geisterhaftes Klicken, als die Tür nach innen schwingt. Zwei Gestalten gleiten herein und schließen die Tür hinter sich ab. Dann legen sie mit ihrem Beutezug los. Ihre Jagd ist ergiebig und sie brauchen nicht lange, bis sie eine beachtliche Sammlung an Dokumenten und merkwürdig geformten Samtbeuteln beisammen haben. Flinke Hände fühlen Taschen, Rucksäcke und Beutel. Im unteren Stockwerk öffnet sich die Tür und alles erstarrt. Schritte, ein müdes Kichern. Kurzatmig und mit aufgerissenen Augen leeren die Diebe ihre Taschen bis auf das Nötigste. Alles, was Lärm verursacht, wird eilig ausgetauscht. Unten herrscht Stille, dann folgen zögerliche Schritte auf der Treppe. Eine Stimme ruft. Ein Dieb schleicht vorwärts, der andere gestikuliert wild, um ihn wieder zurückzuholen. Er geht 5 Meter vorwärts, geduckt am Geländer entlang. Er sieht einen bunten Schuh und schiebt ihn weg. Die Frau stürzt mit einem abgestorbenen Schrei und rollt leblos in das untere Stockwerk. Fluchend greift der zweite Dieb nach seinem Beutel und tritt die Flucht an, wobei sie auf ihrem Weg nach draußen alles verwehrt aufsammeln, das sie können. Ja, das ist dann ein Einbruch mit Mord geworden. Ja, nicht so schön. Yes. Ist die Frage, ob du es selber warst oder ob es ein vorheriges Ich von dir war, genauso wie bei dir. Hm? Du siehst einen emsigen Marktplatz, die Straßen gesäumt mit Ständen, deren Inhaber Passanten zu rufen. Sie mögen doch einmal ihre Waren begutachten. Diese Frau schlendert Hand in Hand mit einer anderen Frau durchs Gedränge. Sie schimmert durch die Waren der Verkäufer, verweilen bei einem Buchhändler mit einer Reihe alter und schöner Wälzer und unterhalten sich über das Gesehene. Die eine nimmt sich ein Buch und zeigt es der anderen, die es ihr abnimmt, einen Kommentar dazu abgibt und es wieder in sein Regal stellt. Da schnappt sich die erste Frau das Buch schnell wieder und bezahlt den Händler, bevor es sich die andere Frau zurückholen kann. Immer noch Hand in Hand gehen sie schwer beladen mit Büchern vom Markt weg und stehen eng, behaglich und vertraut beieinander. Als sie eine recht menschenleere Straße hinabgehen, trifft diese Frau ein Objekt in die Brust, das von ihr abprallt und auf eines der Gebäude zurollt. Die Frau bleibt stehen, um das Objekt anzuschauen, ein Apfel, und dann die Person, die geworfen hat. Abgesehen von einem wütenden Blick und den beiden anderen Äpfeln in seinen Händen ist an ihm nichts Außergewöhnliches. Bevor sich eine der Frauen bewegen kann, holt der Mann wieder aus und wirft einen weiteren Apfel entgegen, der die zweite Frau auf der Stirn trifft. Er schreit ihnen etwas Spöttisches und Hasserfülltes entgegen, irgendetwas über ein Vermächtnis und über Verantwortungslosigkeit. Die Frau wischt sich den Saft und die Apfelstücke aus dem Gesicht und starrt den Mann herausfordernd an. Die erste Frau drückt ihre Hand und legt die andere um die Schulter ihrer Gefährtin. Die andere Frau zieht ein Buch aus ihrem Bündel, hält es vor sich hin und murmelt leise. Sie zieht ihre Hand weg und schwenkt sie über das Buch, worauf sich eine Aura um sie herum bildet. Die erste Frau versucht immer noch, sie zu beruhigen, aber alles, was sie sagt, vergeht ungehört. Der Mann, dem das Geschehen vor sich völlig gleichgültig ist, holt erneut aus und wirft den letzten Apfel. Als er in einem Bogen auf sie zufliegt, reckt die zweite Frau ihre Hand nach oben und deutet auf den Apfel. Aus ihrer Hand schießt eine glühende Kugel, die den Apfel trifft und ihn explodieren lässt, worauf ein kleines Stückchen auf die Straße und die benachbarten Gebäude abregnet.
Die Wut im Gesicht des Mannes ist nun der Angst gewichen und er scheint unentschlossen, ob er sich für Flucht oder Angriff entscheiden soll. Die zweite Frau hat mit blühenden Händen wieder zu singen begonnen und sie kneift ihre Augen immer mehr zusammen. Diese Frau tritt vor sie hin und stellt sich zwischen ihre Liebe und ihren Angreifer. Sie berührt ihr Gesicht und streichelt es sanft, während sie beruhigende Worte flüstert. Ein Kuss, das Antlitz der Frau ändert sich. Sie beruhigt sich, ihre Augen werden weicher und auf ihren Lippen huscht das verlorene Lächeln zurück. Auch die erste Frau lächelt wieder und küsst die andere. Zauberer Pack, sagt der Mann hinter ihm, worauf sich die beiden zu ihm umdrehen und ihn herausfordernd anstarren. Mit der Händchen halten gehen sie weiter und an ihm vorbei, ohne ihn auch nur eines Seitenblickes zu würdigen. Ja, die arroganten lesbischen Magierinnen. I'm here. Das war sie jetzt, gell? Ja, die andere hatten wir ja, das war der Raubmord. Gut. Haben wir die beiden auch? Ich glaube, jetzt fehlen nur noch zwei oder drei. Werden wir ja sehen. So, den Teil des Dorfes haben wir jetzt abgegangen. Es fehlt halt nur noch hier Aufras Haus. Hier oben sind wir hergekommen. Das heißt, wir müssen hier hoch zu ihrem Haus. Ja, hier sind noch Klink und Slocks, der Thronräuber. Und ich glaube, in der Taverne sind, glaube ich, auch noch sogar zwei Leute. Gut, gucken wir uns jetzt die Jungs an. Klink. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Sehnessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Du siehst eine kleine Gruppe von Leuten, die sich um die Ruine des Hauses versammelt hat. Die Zerstörung erstreckt sich von dem einzelnen Haus auf das gesamte Dorf. Nicht ein einziges Gebäude steht noch und überall liegt Schutt herum. Einer der Männer beugt sich über etwas in den Trümmern. Es ist dieser Mann, aber jünger, eigentlich kaum älter als ein Knabe. Also ja, das ist jetzt diesmal wirklich Klink. Der Mann schüttelt den Knaben an der Schulter. Der Knabe macht kein Geräusch und reagiert gar nicht auf die Störung des Mannes. Der Mann schaut zu den anderen Mitgliedern der Gruppe hinüber, zuckt mit den Achseln und wieder zu seinen Freunden hinübergehen. Plötzlich setzt sich der Junge mit weit aufgerissenen Augen auf. Er krabbelt rückwärts von der Gruppe weg und sieht sich erschrocken um. Als die Gruppe gemeinsam auf ihn zugeht, stößt er einen Schrei aus und versucht, sich noch weiter zu entfernen. Eine Frau in der Gruppe breitet ihre Arme aus und hält den Rest auf. Sie dreht sich vorwurfsvoll zu ihnen um und bedeutet ihnen, nicht weiterzugehen. Da schaut sie wieder den Knaben auf dem Boden an und versucht, sich durch die Überreste einer Mauer zu drücken. Ihm scheint nicht einmal bewusst zu sein, dass er stehen geblieben ist. Die Frau geht mit ausgestreckten Händen langsam auf den Knaben zu und spricht mit leiser, beruhigender Stimme. Anfangs hört sie der Knabe gar nicht, er schließt nur seine Augen und drückt sich gegen die Mauer, als ob er Schläge erwarten würde. Schließlich aber durchdringen die Worte der Frau seine Angst und er hört sie. Er öffnet seine tränenerfüllten Augen und starrt sie an. Sie streckt ihm eine Hand entgegen. Er scheint von dem Angebot verblüfft zu sein und blickt ihre Hand an, da streckt er zögerlich die Seiten aus. Sie nimmt seine Hand in ihre und beugt sich nach unten, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Ja, das klingt wirklich so, als ob das Dorf von Klink zerstört wurde, von Räubern, Monster, also Trollen, irgendwas in der Richtung, was Bösem halt. Er als einziger überlebt hat und jetzt Angst hat und die Abenteuergruppe hier ihn wohl gefunden hat. So, was ist mit dem Thronräuber? Du siehst einen einzelnen Mann, der auf einem Feld steht. Er sieht sich um und begutachtet die Feldfrüchte. Hier und da beugt er sich nach vorne, um ein Blatt aus der Nähe zu betrachten. Er weiß, was er tut und er ist vollkommen auf seine Arbeit konzentriert. Dieser Mann nähert sich ihm von hinten. Er bewegt sich langsam, tut aber sonst nichts, um sich zu verbergen. In seiner Hand hält er ein großes Schwert. Im Gebaren des Mannes kann man keine Arglist oder Feindschaft ausmachen. Vielmehr scheint er zufrieden zu sein. Der erste Mann hört ihn kommen und steht auf, wobei er sich von der Pflanze abwendet, die er untersuchte. Er beginnt zu lächeln und breitet die Arme aus, um den herannahenden Mann willkommen zu heißen. Als ihm der zweite Mann aber das Schwert so durch den Magen rammt, dass es ihm im Rücken herauskommt, gefriert sein Grinsen zu einer Grimasse. Als seine Arme langsam zur Seite fallen, beginnt Blut vom Schwert auf die Pflanzen unter den beiden Männern zu tropfen.
Als der erste Mal auf die Knie sinkt und der zweite das Schwert herauszieht, rollt seinem immer noch lächelnden Gesicht eine Träne langsam die Wange runter. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Brüder oder sowas waren. Vielleicht der ältere Prinz oder der ältere Sohn. Und er hat ihn getötet und ist deswegen jetzt der Thronräuber. I'm here. Ja, das sind wie gesagt alles Geschichten von Bacon. Ich glaube, damit haben wir jetzt fast alle im Dorf, außer die im oberen Stock der Taverne. I'm here. So, jetzt erstmal mit Aufra reden. Eine Dürrwaldfrau steht vor ihrem Herd und zum Gleis eine Melodie vor sich hin. Oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind, denn sie ist ganz eindeutig schwanger. Sieht sie hier aber nicht aus. Als du eintrittst, sieht sie dir leicht den Kopf zu. Hallo. Naja, letztendlich begann ich zu denken, dass, als sich die Frau zu dir umdreht und dich sieht, klingt sie überrascht. Oh, Entschuldigung, aber ich habe jemand anderen erwartet. Sie lächelt dich an. Kann ich dir helfen? Schöne Katze. Auf ein Lächeln strahlt. Oh, danke, sie ist wirklich ein Schatz. Außerdem hält sie die Mäuse aus dem Haus fern. Ich bin gerade in Goldheim eingetroffen. Ich wollte mich bei den Einheimischen vorstellen. Wen erwartest du? Meine Schwester Kalisha ist mit einer der Karawane unterwegs. Vor ihrer Ankunft schickte sie mir einen Brief. Sie sagte, sie würde ihre Reise als Wächterin für den Karawanmeister finanzieren. Kalisha war schon immer ziemlich zäh. Sie hält inne. Hast sie dich zufällig unterwegs getroffen? Oder vielleicht die Karawane? Sie gehört Maestro Dima. Die Karawane wurde angegriffen. Uns gelang die Flucht. Kalisha aber geriet in einen Bierwick. Aufra legt sich mit erschrockenen, aufgerissenen Augen die Hand vor den Mund. Einige Augenblicke lang bringt sie nicht mehr zustande als ersticktes, wortloses Luftschnappen, während Tränen in ihren Augen schimmern. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei, diesen Weg einzuschlagen. Kalisha war sich immer so sicher, dass sie es mit jeder Gefahr aufnehmen könnte, Aufra schnieft. Oh, meine arme Schwester, es tut mir leid, Fremder, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Leider ist das so. Wenn ich sie nur nicht hierher gerufen hätte, wenn ich ihr nicht geschrieben hätte, dann wären sie vielleicht irgendwo noch am Leben. Aufras Gesicht fällt förmlich zusammen und eine einsame Träne regt ihre Wange hinunter. Warum hast du nach Kalisha gerufen? Aufra wischt sich die Tränen aus den Augen. Ich mache mir Sorgen um das Baby wegen des Vermächtnisses. Ich erzählte Kalisha so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Goldha schon seit langer Zeit nur seelenlose Kinder geboren wurden. Leia. Es ist so vielen Müttern widerfahren und Fürst Redrick, der das ein Zeichen der Ungunst der Götter nennt, hat sie alle ins Exil geschickt. Sie zieht die Nase hoch. Da mein Hedhort nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Verliere ich auch noch mein Heim. Ich hoffe, Kalisha könnte mir helfen. Die Leute sagen, Ranga, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Pumpgeburt zu vermeiden. Vor zwei Jahreszeiten aber ist sie in den Süden nach Anslocks Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Aber da Kalisha jetzt nicht mehr unter uns ist, habe ich niemanden mehr. Weitere Tränen laufen ihrem Gesicht herunter. Bitte könntest du mir helfen? Ich werde Ranga für dich finden. Aufra blinzelt mit weit aufgerissenen Augen. Tatsächlich, oh, die Götter mögen dich segnen. Hier mit diesen Münzen kannst du sie bezahlen. Damit musst du dich nicht belasten. Ich glaube, es ist ein Getränk, das sie aus... Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte aber nicht allzu schwer zu transportieren sein. Die Lagune im Süden nennen wir Anslocks Kompass. Um dorthin zu gelangen, musst du die Wildnis genau durchqueren. Genau das hält mich auch davon ab, es selbst zu probieren. Sie klatscht ihre Hände zusammen. Danke nochmal, ich meine es ernst. Du wirst uns beide retten. Sie legt sich eine Hand auf ihren Bauch und lächelt durch ihre Tränen. Jo. Das Flehen einer Mutter. Auf Geheiß des Fürsten von Goldha werden alle Mütter mit hochgeborenen Kindern aus dem Dorf verstoßen. Aufra befürchtet, dass sie schon bald zu diesen Frauen gehören könnte. In Goldha traf ich Aufra, Kalishas Schwester. Aufra erwartet ein Kind und macht sich Sorgen, dass auch sie ein Hohlgeborenes zur Welt bringen könnte, wie es schon viele unglückliche Frauen vor ihr erlitten haben. Sie bat mich in den Süden zu Anglos Kompass zu reisen. Dort soll ich die Amauerheilerin Ranga aufsuchen, von der gesagt wird, sie kenne einen Weg, die Seele von Aufras Kind zu erhalten.
Yes. Ja. Gut, damit können wir hier wieder gehen und jetzt noch die Taverne machen. Ja. At once. Die da unten halt unterhalten sich wieder über die Pistole, wie immer. Wir müssen aber erstmal hier rein. So. Diese Knochen sind voller winziger Bissspuren. Hier ist ja auch ein Hund. Dieser Hund starrt mit angelegtem Kopf so aufmerksam auf das verdreckte Fenster, als würde sie darauf warten, ein bestimmtes Geräusch zu hören. Als du dich näherst, sieht er zu dir auf und stößt leicht schwanzwählend ein leises Winseln aus. Ja, streicheln wir den Hund. Der Schwanz des Hundes klopft fröhlich auf die Bohlendielen.